So, Freunde, wir sind wieder zurück zum neuen Surreal-Video und mich erreichen immer wieder Nachrichten mit Fragen, bin ich mega glücklich drüber, dadurch können Videos entstehen. Und in diesem Video geht es darum, ich habe jetzt Spieler XY rausgesucht, wie hole ich mir den eigentlich? Es gibt verschiedene Möglichkeiten, hier in Surreal einen Spieler zu holen. Ich denke, ihr kennt sie zum Teil, vielleicht kennt ihr auch nicht alle, kann durchaus sein. Gerade für Neueinsteiger ist natürlich sehr, sehr wichtig zu wissen, wie hole ich mir so einen Spieler. Und das schauen wir uns in diesem Video ganz genau an. Ich werde immer wieder so meine Erfahrungen mit einbringen, dass ihr auch wisst, was ich davon so halt und was aus meiner Sicht so eine optimale Möglichkeit ist, wie man das Ganze einschätzen kann. Und pipapo, ihr wisst, das Video wird wahrscheinlich ja, sehr informativ, hoffe ich doch. Und wenn ihr weiterhin Bock habt auf solche Videos, gebt auf jeden Fall einen Daumen hoch, schreibt in die Kommentare eure Fragen. Es entstehen Videos draus, ihr wisst's. Und wir sind nach wie vor on the road to 1k Abos. Und ich muss sagen, es läuft hervorragend. Wenn ihr selber noch kein Abonnent seid, supportet den Kanal, lasst ein Abo da. Und umso schneller sind wir bei 1k. Und ich muss sagen, wenn 1000 Abonnenten auf diesem Kanal sind, wird es auch ein kleines Giveaway geben. So als Nettigkeit von meiner Seite aus, dass ihr hier diesen Kanal supportet. Also sagt es weiter, lasst die Abos da und wir schauen mal rein, wie sich das Ganze hier entwickelt. Und wenn ihr selber Bock habt auf Surreal, wenn ihr sagt, hey, ich weiß nicht, wie ich Spiele holen kann, ich starte es mit Surreal, dann checkt auf jeden Fall oben schon in der Beschreibung ab. Da könnt ihr euch drüber anmelden, da müsst ihr 5 Karten auf dem Markt erbieten. Und wie das geht, schauen wir in diesem Video an. Und dann bekommen wir beide Limited-Karte for free. Das kann hier ein Kramaric sein, André Silva oder halt irgendein ganz anderer. Keine Ahnung, ist halt sehr, sehr random. Aber wir gehen jetzt direkt mal rein. Wo kann man überhaupt Karten herbekommen? Und das ist wahrscheinlich die logischste Richtung erstmal, der Markt. Hier auf dem Markt sind Kartenauktionen am Start. Und wenn wir jetzt hier mal durchschauen, hier sind sehr, sehr viele Spieler und man kann hier wahrscheinlich den ganzen Tag verbringen, sich die Spieler anzuschauen und ja, einfach rauszulassen. Ich muss sagen, ich bin noch nicht so 100% der Ultra-Fan vom Erbieten. Warum? Das schauen wir uns jetzt gleich an. Ich sag, komm, ich möchte jetzt einmal aus der Bundesliga, fiktives Beispiel, nur für dieses Video, also ich brauche gerade aktuell keinen und schauen wir das mal hier so an, wen gibt's und ja. Wer wäre jetzt für dieses Video interessant? Ich würde sagen, wir brauchen einen neuen Torhüter. Fabian Bredlo. Würde ich keinen empfehlen. Bredlo wird nicht mehr Stamm spielen, by the way. Aber wie gesagt, fiktives Szenario für dieses Video. Bredlo ist aktuell noch Torhüter, aber weil Müller Corona hatte. Nur als ja, kleiner Funfact, falls jetzt jemand auf die Idee kommt, auch einen Bredlo zu holen. Wir machen es eh nicht, also wir schauen uns nur an, wie das geht. Wir sehen es hier unten, der läuft noch 2 Minuten. Also so ist das Ganze aufgebaut. Hier oben ist der Name, dann wie aktuell der Preis steht und dann halt die Gebote. Wir sehen es 12 Bits, also schon ordentlich was unterwegs gewesen. Und gerade 83,53 Euro. Jetzt kann der Erste hingehen und sagen, boah, da biete ich doch einfach mal 1 Euro drüber und nerve alle so ein bisschen. Da hat die Surreal gedacht, nee, bei uns gibt es das Ganze in so einem, ja wie soll man sagen, so einem Stufenmuster. Also ihr könnt jetzt nicht einfach hergehen und sagen, ich möchte 1 Euro drüber bieten, sondern ihr müsst halt in so Stufen denken. Also jetzt sind wir hier bei der nächsten Stufe auf 92,82. Und macht das Sinn? Das ist eine sehr gute Frage. Deswegen schaut man immer aus meiner Sicht, wenn man Spiele erbietet, außer ihr seid das übelste Lexikon, was ich wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich keiner ist. Also ihr kennt jeden Preis auswendig, heißt es. Nee, ihr geht erstmal in so Red Data und wir sehen es hier, the best offer liegt bei 103. Und wenn man hier jetzt nochmal rübergehen, dann sehen wir hier mit 92 bzw. 93 Euro knapp, sind wir ja noch deutlich drunter unter diesem best offer. Das ist ein sehr, sehr guter Fall. Hier kann man sagen, ja, da würde so ein Gebot durchaus Sinn machen, weil der Nächste dann bieten würde, müsste über diese 103 gehen. Und ich sage euch, wie es ist mir schon echt enorm oft vorgekommen, dass man hier ein Spieler holen wollte, sagen wir mal jetzt auch ein Klos, dann hat er hier ein Gebot von knapp ja, 18,50 und sein billigste Karte auf dem Markt war zum Direktkaufen, was ja auch eine Option ist, bei 15 Euro zum Beispiel. Und das gab es wirklich sehr, sehr oft, deswegen sage ich euch nach wie vor, als mega, mega Tipp, beziehungsweise als echt ja, nach wie vor bester Tipp, Surreal Data ist einfach dieser Bereich, wo ihr euch auskennen müsst, auch wenn ihr bieten wollt, weil ihr müsst einfach wissen, wenn ich jetzt hier 19 Euro oder was kann man hier bieten, wahrscheinlich die 20 rum, 22, 28 und gehe dann auf den Klos und sehe hier, der ist wahrscheinlich sogar drunter oder keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht auswendig, nee, 30 Euro, aber sagen wir mal fiktiv, der wäre jetzt halt für 20 Euro zu haben, dann wäre es ja dämlich, den vom Markt zu erbieten, als er einfach kaufbar wäre auf dem Markt. Und das ist wirklich sehr, sehr oft der Fall. Da müsst ihr echt aufpassen, dass ihr da nicht drüber geht. Also immer bevor ihr bietet, erstmal auf Surreal Data als grundlegender Tipp. Das ist hier auch nicht so hektisch, wie dass ihr da keine Zeit zu habt. Also ihr könnt da easy kurz rüber switchen und das erstmal eingeben. Und so wäre erst der erste Step. Also ihr könnt auf den Markt gehen, euch Spiele erbieten. Ganz, ganz easy.
müsst da nicht viel denken, ist eigentlich alles recht selbsterklärend. Aber ich habe euch gerade schon erzählt, wie das halt auch noch geht. Ihr könnt auf die Karte draufgehen, die ihr wollt. Immer noch Fabian Bredlow als fiktives Beispiel. Wir gehen auf die Karten und wir haben hier ein Feld von etlichen Karten. Und gerade in der Bundesliga sind halt am Anfang sehr, sehr viele neue Karten unterwegs und deswegen gibt es halt hier so viel Auswahl. Und hier oben haben wir die Filter. Wir sehen einmal newly listed, ending soon, highest price und lowest price. Und wir als Pfennigfuchser, ich habe keinen Plan, ob es dieses Wort überhaupt außerhalb von Baden-Württemberg gibt. Also wir als Sparfüchse gehen erstmal auf lowest price natürlich. Wir sehen aber hier jetzt halt die Möglichkeit, dass wir halt nach wie vor bieten können. Da muss man halt beachten, wir sehen jetzt überall 0,37 Euro. Kann man sagen, ja, sehr, sehr günstig noch. Hat noch keiner drauf geboten. Aber ihr seht es halt hier, drei Tage, 2 Tage, 22 Stunden. Schon deutlich besser. Aber gerade bei so 3 Tagen, 2 Tagen, es macht halt an für sich keinen Sinn, darauf zu bieten. Weil wir sagen jetzt mal, bieten wir jetzt auch nur 10 Euro drauf. Diese 10 Euro werden wahrscheinlich für 2 Tage erstmal irgendwo gelockt sein. Ihr könnt damit nichts mehr anfangen. Das Geld ist im Endeffekt erstmal eingespart und ihr werdet also zu 99%iger Sicherheit diese Karte eh nicht bekommen, weil so unter dem Markt wird es dann auch nicht funktionieren. Da würde ich auf jeden Fall euch von abraten, wenn ihr Spieler seht, die ja noch 2 Tage Laufzeit haben oder selbst über einen Tag, sehe ich eigentlich kein Potenzial. Außer es ist jetzt ein Spieler, der von der Verletzung kommt und ihr ungefähr auf diesem Niveau seid, wo er eh angeboten wird, aber halt noch ein bisschen drunter, dass es auch Sinn macht zu bieten und das Geld sowieso nicht braucht aktuell. Also ihr habt genug Budget übrig, um da irgendwie zu reagieren, falls ihr noch irgendwas braucht vor der neuen Game Week. Aber wir haben es jetzt sortiert und wir gehen hier ein bisschen runter und wir sehen hier unten, wir können hier buyen. Der Cashcoin hat hier gerade einen rausgelassen. Ich glaube, ich will nicht lügen, aber ich glaube, das ist auch Abonnent. Also sei gegrüßt in diesem Video, du hast zugeschlagen bei Fabian Bredlow. Und wir sehen hier der günstigste 102 Euro. Und da muss man halt sagen, kann man jetzt hingehen, den direkt kaufen, gar kein Problem. Ihr drückt einfach auf Buy, akzeptiert es mit eurem Wallet und die Sache passt. Oder ihr geht hin und macht erstmal ein Angebot. Und hier könnt ihr im Endeffekt eingeben, was ihr wollt. Außer der andere gegenüber hat eingegeben, er möchte Minimum, sag mal 90 Euro. Dann können die jetzt 85 eingeben und wollt es senden, dann kommt, nee, keine Chance. Wie macht man das jetzt? Also was ist jetzt wirklich die nächste logische Möglichkeit, daran zu gehen? Ihr könnt jetzt auch sagen, boah, ich biete mal 20 Euro. Wird halt zu, also 100% abgelehnt. Das macht ja kein Mensch. Der hat einen Wert von knapp 100 und da wird ja keiner hier einfach verzichten und nur 20 mitnehmen, weil der wird ihn ja auch deutlich teurer wegbekommen. Das müsst ihr eigentlich gar nicht versuchen. Das muss man ehrlich auch sagen, das nervt. Ich habe selber auch immer wieder so Angebote bekommen. Das ist halt unnötig und die werden dann schneller geblockt, als man gucken kann. Aber meine Herangehensweise ist es so, das ist aber eher Bauchgefühl. Ich habe da jetzt keine Rechnerei im Hintergrund, sondern ich sage jetzt, oh, 102 Euro, ich hätte Bock auf ihn. Versuch's mal mit 85. Es ist ja ein ordentlicher Sprung von so knapp 20 Euro, aber in meinen Augen kann man es verkraften. Wer weiß, vielleicht hat er gegenüber gerade irgendwie Geldnot, braucht das Geld, möchte ihn unbedingt loshaben und nimmt es dann an. Kann durchaus sein. Und ihr müsst aber auch beachten, wenn ich jetzt dieses Offer stellen würde, also raussenden würde, dann ist das Ganze so, das Geld ist auch erstmal gelockt. Also dieses Geld wird erstmal nicht verfügbar sein für euch. Wenn er das annimmt, das Angebot, klar, habt es ausgegeben, bekommt er das Geld. Wenn er es ablehnt, bekommt er es direkt wieder zurück. Also keine Sorge, ihr müsst nicht irgendwie Angst haben, wenn ihr sie ein Offer raussendet und ja, der es ablehnt, dass das Geld weg ist. So funktioniert es nicht, das macht keinen Sinn. Ihr bekommt es safe wieder zurück, aber ihr müsst halt bedenken, das Geld ist erstmal ein bisschen weg. Und hier ist halt die Frage, er ist jetzt ein Tag, 3 Stunden auf dem Markt. Ich habe keinen Plan, ob der Crypto Norman unterwegs ist, gerade auf so Rare, ob der gerade am Handy ist, kein Plan. Das könnte auch sein, der braucht nochmal einen Tag, um darauf zu antworten. Und das ist immer so die Gefahr. Ich gehe meistens hin und schaue, dass die Karten, auf die ich ein Angebot sende, schon ein bisschen kurzfristiger auf dem Markt sind. Also die sind vielleicht 1 Stunde auf dem Markt, da ist die Chance relativ hoch, dass der Spieler auf der anderen Seite noch unterwegs ist auf so Rare und noch ein bisschen sich austobt. Dann ist die Chance auch hoch, dass er recht schnell darauf antwortet. Muss nicht sein. Es kann auch sein, dass er hier direkt darauf antwortet, keine Ahnung. Aber das muss man natürlich im Hinterkopf behalten, dass das Geld dann erstmal so ein bisschen eingefroren ist. Und das wäre so die zweite Möglichkeit. Also wir haben jetzt einmal hier die Möglichkeit, man geht hin, er bietet sich was auf dem Markt. Oder man geht hin und kauft einfach direkt. Und welche Möglichkeiten gibt es jetzt noch? Wir gehen hier auf Cashcoin. Also ich bin mir ziemlich sicher, den Mann kenne ich, zumindest vom Namen. Und die nächste Möglichkeit wäre es, er hat auf jeden Fall Franz Beckenbauer, fühle ich, der Kaiser. Die nächste Möglichkeit wäre jetzt, einen Trade zu machen.
einen ganz klassischen Trade. Und das Ganze geht dann so, er geht dahin, dann gibt er ein, wie viel Ethereum ihr dem Gegenüber senden wollt, wollen wir jetzt in dem Fall nicht machen. Dann gibt er ein, welche Karte wir senden wollen. Und einen Trade sehe ich immer mit einer Karte als sehr interessant. Wenn ich mal Trades bekomme mit Karten, das ist wirklich so eine Sache. Da ist man ein bisschen mehr verleitet, vielleicht das anzunehmen. Irgendwie, das hat so einen psychologischen Aspekt. Ich merke es an mir selber, man muss mal ein bisschen stark bleiben. Natürlich, wenn wir jetzt hier mal reingehen, ich habe keinen Plan, wen wir jetzt anbieten können. Sagen wir mal, wir geben unseren Hack ab. Den bieten wir an, gehen dann weiter und wollen von ihm sein Waldemar Anton. Also ihr gebt es da einfach ein und ihr könnt dann auch hier weiter reingeben. Also sagen wir, hier unten sehen wir noch einen Zoller, den wollen wir auch noch mitnehmen. Und da geht ihr rein und könnt ihn im Endeffekt einfach tauschen. Wir gehen hier auf Next und dann submitten wir das Ganze. Will ich jetzt nicht absenden, weil das nervt ihn ja einfach auch. Hack ist niemals so viel wert wie Anton schon allein und Zoller hinzu macht ja null Sinn. Aber so einfach würde das funktionieren. Also ihr könnt da einfach eingeben, hier, wen ihr wollt, müsst natürlich wissen, wer den Verein hat und wen ihr abgeben wollt. Könnt ihr hier auch ganz easy eingeben und ihr am Anfang könnt noch ein bisschen Cash mitgeben. Ist ja oft so auch in einem Real-Life-Fußball. So Spielertausch ist ja nicht immer nur ein Spieler, der geswitcht wird oder zwei in dem Fall, sondern manchmal ist auch noch ein bisschen zaschter mit dem Spiel und das könnt ihr hier ebenfalls machen. Und das sind so im Endeffekt die Möglichkeiten, die ihr habt. Also einmal, ihr geht ganz easy auf den Markt, er bietet euch was. Ihr geht einmal rein und ja, sucht euch einen Spieler raus, wir können das jetzt auch immer machen. Ich hätte jetzt ultra Bock auf, sagen wir mal, als Bayern-Fan hier einen Leroy Sané. Natürlich, da fehlt mir das Kleingeld. Holt euch den Spieler oder wollt den Spieler holen, geht dann hier auf seine Karte, beziehungsweise auf seine Page, geht auf seine Karten und geht dann hierher und seht dann hier New Listed, Ending Soon, Highest Price. Macht halt wenig Sinn, wenn man kaufen will. Natürlich will man immer den günstigsten holen, beziehungsweise der am besten reinpasst. Weil es kann ja auch sein, er legt da mega viel Wert drauf, dass er aus der aktuellen Saison ist, um diesen 5% Bonus mitzunehmen oder was weiß ich. Da müsst ihr natürlich eure eigenen Präferenzen kennen. Ich gehe aber meistens dahin und sage, ich hätte gern den günstigsten. Und der günstigste ist aktuell hier bei 600 Euro knapp im Deutschland-Dress und dann gehe ich hin und kaufe ihn einfach. Easy Möglichkeit, ist auch selbst erklärend. Dann gibt es natürlich noch den Offer-Bereich, den wir gerade angeschaut haben, auch easy möglich. Einfach mal eingeben, wir können es auch einfach austesten. Jetzt gibt es halt noch so grundlegende Sachen, die ich halt immer beachte. Also einerseits, wenn ich ein Offer stelle, dann muss es halt logisch sein, weil meistens bekommt man selber auch Offer. Wir können da auch mal reingehen. Offers received, die tatsächlich hier bei mir ankamen. Julio Fürch wollte ich heute verkaufen. Hätte ich tatsächlich angenommen im Nachhinein. Der war schnell wieder gecancelt. Also er hat jetzt selber dann das Ganze abgebrochen. Geht natürlich auch. Also er hat das Angebot gestellt, hat dann gemerkt, vielleicht war es doch ein Fehler, hat direkt gecancelt, bisschen ärgerlich im Nachhinein, ich hätte ihm tatsächlich den guten Mann gegeben. Aber wenn wir jetzt noch ein bisschen runtergehen, da kommen auch oft Angebote rein, wo ich sage, ja, muss nicht unbedingt sein, wenn wir noch ein bisschen weiter runtergehen, dass ihr da auch wisst, von was ich hier rede. Hier zum Beispiel Alan Franco, Christopher Zvetko, Jeong San gegen Sean Davis, das macht halt aus meiner Sicht null Sinn. Und also, das ist zum Teil so ein bisschen wild, was man da auch erreicht. Aber wenn man einen Spieler verkaufen will, da müssen wir mal kurz reinschauen, wen wir noch haben. Sagen wir mal einen Alan Cruz, aktuell noch meine Karte. Sagen wir mal, wir wollen das Ganze canceln. Der ist gerade auf dem Markt gewesen, aber hier kann man dann noch einstellen, wie der Minimum Price sein soll. Und da könnte auch solche ja, Spaß- und Fake-Geboten aus dem Weg gehen. Und sagt dann, hey, ich will hier Minimum 15 Euro, das passt für mich. Dann könnt ihr das damit auch definieren, gar kein Stress. Und dann kriegt ihr auch solche Angebote gar nicht mehr. Wo ihr auch noch auf jeden Fall aufpassen müsst, da würde ich auf jeden Fall euch warnen vor, weil das gibt es immer wieder mal. Das machen wir jetzt ein Beispiel vom Joshua Kimmich. Und sagen wir mal, hier, wir wollen den Kimmich in Limited haben. Wir sehen jetzt hier, er hat einen Preis von 0,68. Dann gibt es oft so ein paar Draws, die denken sich, ja, 0,68, da gebe ich doch einfach mal ein 0,068 und wir sehen es natürlich, das ist deutlich, deutlich weniger, wenn eine Nullstelle hinzukommt, sind wir halt direkt mal hier deutlich drunter, also da fehlt halt die Nullstelle hinten wiederum und da müsst ihr echt aufpassen, das gab es wohl auch schon immer wieder mal, dass da halt aus Versehen ein Angebot angenommen wurde, ihr müsst halt wissen, wir sind hier auf der Blockchain und ihr nehmt das Ding an und das war's, also ihr habt da keine Chance mehr, der Karren ist erstmal weggefahren. Da müsst ihr definitiv aufpassen. Ich würde euch auch raten, das nicht zu machen. Ich will jetzt hier irgendwie keinen so einen Scheiß erzählen, dass ihr da selber damit anfangt, weil das lohnt sich einfach nicht. Das ist einfach nur nervig. Und das hat auch die Community nicht so wirklich verdient aus meiner Sicht.
Aber wie gesagt, also es gibt es immer wieder. Hab mich auch selber schon ein paar Mal erreicht. Muss nicht unbedingt sein. So, das wären im Endeffekt so die Tipps, die ich euch mitgeben will. Wie mache ich das jetzt persönlich? Also ich bin großer Freund von Offers, wie gesagt. Ich hatte heute auch schon ein paar rausgeschickt. Zum Beispiel hier einen Yangbo zum Beispiel versucht zu bekommen. Einen Jose Calejon habe ich dann versucht zu holen. Einen Yangbo nochmal. Da hatte ich halt einfach ein bisschen Not am Mann. Man muss sagen, heute vor der Game Week habe ich gemerkt, mein Furcht spielt nicht, weil der jetzt am Freitagmorgen schon gespielt hat. Wir sind ärgerlich, braucht unbedingt einen neuen Stürmer. Und das ist auch noch ein weiterer Tipp, den ich geben kann. Handelt frühzeitig, weil jetzt am Ende waren alle Spieler relativ teuer. Ihr müsst wissen, das Ganze ist immer so. Vor einer Game Week, also sagen wir heute um 12, also Freitag, hat diese Game Week angefangen. Und so 3-4 Stunden davor suchen halt sehr, sehr viele Leute noch kurzfristig Spieler, so wie ich halt auch. Und dann ist man halt zum Teil gezwungen, deutlich höher einzukaufen, als man vielleicht Bock hätte. Oder ja, da geht einfach zum Teil ein Spieler easy schnell weg und da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Also meine Einschätzung des Ganzen, handelt frühzeitig, dass ihr nicht so kurzfristig wie ich heute zum Beispiel handeln müsst, weil da verliert ihr dann doch ein bisschen Geld. Ich musste jetzt notgedrungen hier den Jose Calejon für, was war es, 174 oder so holen und das ist halt, hatte ich keinen Bock eigentlich drauf. Wir sehen es hier, 171 ist jetzt nicht der Mega-Spieler, aber ich hatte keine andere Möglichkeit mehr. Auch noch ein weiterer Tipp, den ich mitgeben möchte. Jetzt habe ich noch ein sehr, sehr spannendes Thema. Das halten wir aber relativ kurz, wie ich sehe, auf der Uhr sind es schon wieder 16 Minuten knapp. Da haben wir wieder einiges geplaudert. Sehr, sehr spannendes Thema Discord. Der Discord ist ultra belebt mittlerweile und ich muss sagen, ich habe zwei Mods am Start, die wirklich mega nice sind. Also die, vielen Dank nochmal an euch, wenn ihr das Video seht. Also Mokko und auch Felix, das macht ihr überragend. Das läuft wirklich on fire, weil ich bekomme auch viele Nachrichten von euch da draußen, die sagen, wo ist eigentlich der Discord? Der ist unten in der Beschreibung, checkt es gerne ab. Könnt da easy reinkommen und wir sehen es jetzt hier. Hier ist wirklich mittlerweile einiges geboten. Hier wird im Textkanal hier einiges geschrieben. Natürlich hier erstmal so hallo, hallo, passt schon. Aber Ideen und Feedback für den Kanal könnt ihr gerne ablassen. Und dann gibt es halt hier auch sehr, sehr interessante Sachen, so wie Teambewertung. Zum Beispiel, wenn ihr da selber mal wissen wollt, wie sieht es eigentlich mit eurem Team aus. Ihr bekommt da eigentlich Feedback von den Leuten, die hier unterwegs sind. Und jeder, der unterwegs ist, erstmal grüßt euch. Freut mich echt, dass ihr euch austauschen könnt. Und jetzt kommt wahrscheinlich der interessanteste Part. Die Talkrunde. Die zwei Mods haben eine Talkrunde ins Leben gerufen. Da muss ich den Props auf jeden Fall abgeben. Da habe ich nicht viel mit zu tun gehabt. Aber die machen das überragend, so wie ich das gehört habe. Und wenn ihr selber Bock habt, da teilzuhaben, kommt in den Discord rein. Ihr seht hier unten Sonntag 31.10 und 19 Uhr. Da sind die Mods wieder unterwegs. Sind wir die Leute, die Bock drauf haben. Und da tauschen die sich im Endeffekt über alles aus hier und so. Wer bekommt da bestimmt einige interessante Einblicke in das ganze Thema. Auch andere Aspekte nochmal, die ihr wahrscheinlich noch gar nicht auf dem Zettel habt. Und deswegen checkt es auf jeden Fall ab, wenn ihr da drauf Bock habt. Natürlich, ihr müsst nicht, aber so als Hinweis, falls es an euch vorbeiging. Und jetzt kommt noch ein Hinweis für ein kommendes Video. Thema Steuern. Steuern habe ich auch viele Fragen bekommen, muss ich selber gestehen. Bin ich nicht der ultimative Experte davon und Steuern ist einfach ein leidiges Thema. Muss man aber machen. Ihr könnt euch darauf freuen, dieses Video kommt höchstwahrscheinlich nächste Woche raus. Da werden wir uns mal die Steuern in Surreal anschauen, dass ihr da auch safe seid. Also keine Frage, das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und gerade in Deutschland wissen wir alle, da sind die Steuern auf jeden Fall sehr, sehr sicher. Aber wie gesagt, nächste Woche kommt das Video auch raus. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Ich glaube, ihr habt einen guten Einblick, wie man Spiele holt, was so eine Möglichkeit wäre, euren Wunschspiel jetzt zu holen. Und ja, soweit zu diesem Video. Haut rein, bis zum nächsten Mal.